Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute lasse ich mal den Keyshawn Chester auf Stufe A2 gegen ihn spielen. A2 ist ungefähr 10 Sekunden pro Zug. Das ist so ein Gerät, ist ein Mephisto-Gerät. Das lässt mich ein bisschen, ja, da fehlen einfach wichtige Tasten. Das ist hier der Mephisto Mirage, den habe ich in den Modular reingetan. Ist, was ich gar nicht sehe, ist zum Beispiel eine Reset-Taste. Dass man einfach Reset drückt und man kann dann Einstellungen vornehmen. Das ist ein bisschen lästig. Ansonsten ist das okay. Das ist quasi das Mephisto. Das gab, vorher gab es den Mephisto 3 von Nietzsche und Tenne. Dann gab es davon noch eine Modulform, den MM1 nenne ich das mal. Und das ist der Mirage. Das ist quasi das Modul und das Display-Modul in einem. Das heißt hier, auf dem Modul, wo die Tasten sind, ist auch das Display. Ich habe zwar ja auch links noch ein Display-Modul, aber ja, ich habe jetzt. Wer zeigt halt das Gleiche an? Warum soll ich jetzt ein Leermodul da reinschieben? Der gehört eigentlich, was da drin war, das ist der hier. Der MM2, der hat schon solche. Habe ich nur repariert hier notdürftig mit Heißkleber, weil das immer hier aufging. Hält aber. Der hat Reset-Tasten. Der hat das. Der hat Clear. Das hat er auch. Position hat er nicht. Memory hat er auch nicht. Info ist auch nicht vorhanden. Level ist vorhanden. Enter ist nicht vorhanden. Und Reset, Reset sowieso nicht. Und Fall nach links, Fall nach rechts auch nicht. A1 bis H8 ist vorhanden. Hier ist noch 9 und 0, wahrscheinlich wegen den Level. So, wem gebe ich denn Weiß? Ja, eigentlich spielt es, wenn ich ehrlich bin, spielt es keinen Unterschied, ob ich jetzt ihm Weiß gebe oder bei ihm Schwarz gebe. Deswegen, ich weiß aber nicht, wenn ich jetzt hier Enter drücke, ich glaube, hier muss ich wieder so blöd das Brett drehen. Ich kann es ja einfach mal machen. Wo ist denn hier? Move. Oh, doch nicht. Ich dachte jetzt, ich müsste wieder das Brett drehen. E5. Also, der Mirage macht also auch theoretisch mit dem Modularbrett. Springer C6. Ich hatte erst ein bisschen befürchtet, dass da der Mirage ja Drucksensoren hat und der hat Magnetsensoren, hatte ich so ein bisschen befürchtet, dass er das vielleicht nicht annimmt. Spanisch. A6. Läufer B5 nach A4. Springer F6. Ich habe hier mal gelesen, man soll G und E ab und zu verwechseln, weil die sich sehr ähnlich hören. Ich muss aber ehrlich sagen, beim Fritz habe ich auch so ein bisschen das Problem. Vielleicht liegt es auch an meinen alten Lauschlappen. Da habe ich auch so ein bisschen das Problem, dass ich da nicht so immer raushöre, ob das G oder H oder A. Da habe ich so ein bisschen Probleme mit das rauszuhören. Aber man muss hier sogar nicht beide Figuren ausführen. Läufer E7, das ist ja noch altbekannte Theorie. Gerade Spanisch. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ein bisschen aktiver oder aggressiver oder unternehmungslustiger wäre wohl D4. Was ich damals wohl eher gemacht hätte. B5. Mich überrascht, dass der Mirage so relativ gut mit dem Modularbrett klarkommt. Wobei ich sagen muss, dass ich mit dem Mirage-Brett, mit dem Drucksensorbrett so meine Probleme habe. Bauer C2 nach C3. Wenn man da einen Falschzug, einen Zug falsch ausführt, dann hat er schon Probleme, der Mirage. Dann hat man schon hier zum dritten Mal Probleme. Probleme, Probleme, Probleme. Hochrade. Ja, Spanisch, da werden die wohl am meisten Theorie drin haben, die Geräte. Bauer H4.
C6A5. Läufer B3 nach C2. Das macht nicht viel, weil der Läufer sowieso meist nach C2 soll. Deswegen ja C3, damit der Läufer nach C2 kommt, auf diese Diagonale nach A7. Deswegen stört das nicht weiter, dass der Springer nach A5 zieht. Das hat aber sehr viel Theorie hier. Damit C7. Der Mirage. Oh, jetzt ist er aus dem... Das Problem ist auch so ein bisschen... Ich sehe hier dran nicht, ob er im Buch ist oder nicht. Man kann es eigentlich nur daran hören, indem er dann irgendwann, wenn er sprechen würde, erzählte Theorie müsste man können. Das Problem ist nur, wenn er gegen Fritz spielt und Fritz hat es als Buch, weil er ein größeres Buch hat und er kommt aus dem Buch und erzählt auch Theorie müsste man können und meint wahrscheinlich auch den Gegner damit. Ja, ja, Freundchen. Theorie müsste man können. Irgendwie sowas in der Art. D4 schlägt. Danke. Da war wohl doch noch Theorie, er ist immer noch im Buch. Mirage ist draußen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie viele Eröffnungen der hat. Das können nicht sehr viele sein. Das muss ja damals eben richtig teuer gewesen sein. Ich weiß gar nicht, was das hat. Das ist ja 2 Kilobyte ROM, sind so eine Geräte. Ich weiß nicht, ob er das auch hat, der hat nur 16. Das muss ja richtig teuer gewesen sein, ROM-Speicher oder RAM-Speicher. In der Steinzeit, der Computer. Der gefällt mir auch optisch hier, der Kish und Chester. Da steht übrigens oben auch Fidelity drauf, hier. Hier steht Fidelity und hier Kish und Chester. Da steht nicht Mephisto Kish und Chester. Ja, wie gesagt, ich habe es mal erwähnt gehabt. Mephisto hat ja Fidelity aufgekauft gehabt und wollte wohl Fidelity nicht komplett umstrukturieren, also als Fidelity Mephisto machen, überall Mephisto draufschreiben. Sondern hat das dann so gehandelt. Und vielleicht haben sie einfach das Kishon drauf gemacht. Obwohl Fidelity Chester, ist das so? Also das Interessante für mich an diesem Gerät ist eigentlich, dass es die Spracklin sind. Dave und Ken und, ich weiß jetzt gar nicht, Katie und Dave Spracklin, auf jeden Fall die Spracklin, dass die das Programm geschrieben haben. Das wäre für mich uninteressanter gewesen, wenn Ed Schröder, wenn die also hier von Mephisto Fidelity übernommen hätten, hätten Mephisto draufgeschrieben statt Fidelity, hätten Kish und Chester meinetwegen auch und dann das Programm von Ed Schröder. Das wäre für mich dann uninteressanter gewesen. Das ist gerade für mich das Interessante, ist gerade, dass es die Spracklin sind. Läufer C2 nach D3. Genau, der hängt ja jetzt, würde jetzt einstehen. Ich bin mal gespannt, der soll ja... Also die Spracklin, meine ich zumindest, wären bekannt dafür, dass ihre Programme ein verwickeltes Schach spielen würden. So wie die Richard Lane-Programme bekannt dafür waren, geschlossene Stellung zu spielen. Also geschlossene Stellung mit Positionsstil, dafür waren die Richard Lane-Programme bekannt. D2 nach F1. Da soll man entweder nach E3 oder nach G3. Und F5 ist ja noch belegt. Und hier ist aber auch, die zeigen, ja klar, ist ja ein Steinzeitmodul. Natürlich zeigen hier beide Displaymodule das gleiche an. Ich glaube, wenn ich ein drittes Display-Modul reinmachen würde, würde ich auf allen dreien das gleiche haben. Da konnte man sich das damals auch nicht vorstellen. Dass es Leute geben würde, die sie zwei Display-Module reinmachen. Dann beim Blitzen vielleicht die schwarze Zeit, weiße Zeit. Hätte man vielleicht machen können, aber... das konnte sich wohl keiner vorstellen. Das ist so ungefähr so, als würde man... Ja, ein PC hat ja diese Funktion mit zwei Bildschirmen. Ich hatte das sogar mal, dass ich an meinem Rechner zwei Bildschirme angeschlossen hatte. Aber schon etwas her, keinen großen Sinn. B3 würde ich eher ziehen.
Aber nehmen will ich den Springer nicht. B3, das... B2 nach B3. Dann kann der wieder weg. Ja, vielleicht weniger, um den Läufer nach B2 zu ziehen. Das würde ja keinen Sinn ergeben. Läufer A3. Ich meine, es fällt mir im Moment, gerade habe ich es noch genannt, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, wer hier diesen Mephisto 3 gemacht hat. Nietzsche und Henne. Ich meine, die waren, war das 83? Ich meine 83, 84 Amsterdam, 85 Dallas. Ich meine, die wären auch Computer. Das war ja, 83, das war so ein Jahr, da haben sich, wir haben ein paar Firmen den Titel geteilt. Ich meine, Fidelity hat sich die Titel geteilt mit Mephisto und ich meine, das war Nietzsche und Henne gewesen. Richard Lang mit seinem Psy-Chess. Und kann sein, dass David Kittinger von Novak, dass die vier sich quasi den ersten Platz geteilt haben. Ja, und danach mit Amsterdam war nicht mehr. In Amsterdam war nicht mehr viel mit Titelteilen. Da hat der erste Mephisto 100% geholt. Auch die beiden anderen abgeräumt. Ja, und dann später hatten die Teilnehmer keine Lust mehr, damit zu machen. Das war so ein bisschen, kann man das vergleichen mit Nintendo. In der heutigen Zeit mit Konsolen. Nintendo hat ja auch keine Lust mehr. Quasi diesen Wettlauf der Hardware mitzumachen mit Sony und Microsoft. So war das da auch ungefähr. Die haben halt, Nintendo hat ja als erstes mal nicht angefangen, auch nicht mal auf der E3 am Start zu sein. Und so war das damals auch mit den Mikroweltmeisterschaften. Das, wenn ich ehrlich überlege, ist das ja auch Quatsch. Erstens haben die ganzen Leute die Programme darauf abgestimmt, mit den Eröffnungen etc. auf die WMs. Und das war ja nur meinetwegen eine Partie, die gegeneinander gespielt haben. Und da sollte man dann daraus erkennen, wer der Bessere. Wenn die jetzt 20 Partien gegeneinander gespielt hätten, Mephisto gegen Fidelity. Beide nehmen ihr Spitzengerät und die lassen die 20 Partien gegeneinander spielen. Dann hätte man schon eher erkennen können, wer jetzt Mikroweltmeister ist. Quasi ein Qualifikationsturnier machen. B3 nach B4. Und nach diesem Qualifikationsturnier im WM-Finale. So wie auf normalen Weltmeisterschaft heutzutage. Aber vor allem die von diesen Großrechnern, wo die dabei waren, ein Fünf-Runden-Turnier. Und davon soll der Gewinner der Weltmeister sein. Gut, die waren jetzt ziemlich teuer, aber logischer wäre es gewesen, die mehr gegeneinander spielen zu lassen. Wie jetzt diesen jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, von Google, dieser Großrechner. Egal. Das ist mir heftig nachgedacht. Ich weiß nicht mehr, wer dran ist. Man wird es ja gleich sehen, obwohl Schwarz ist dran. Irgendwas vergessen hier? Den Zug zu übertragen? Damit C3, B4. Hier sehe ich übrigens nicht irgendwie schwarz oder weiß. Da steht nichts drauf. Ich traue mich auch kaum was zu drücken. Das ist ein bisschen blöd an diesen Geräten. Hier sehe ich, Schwarz ist am Zug, Schwarz blinkt. Das sehe ich hier aber nicht. Ich muss einfach mich darauf verlassen, dass er gerade am Rechnen ist. Vielleicht hat er so viel Polster durch das schnelle Spiel aufgespart, dass er jetzt Zeit hat. Genau. Haben Sie Vertrauen. Dame, die zwei schlägt. Springer F1 schlägt Dame auf D.
Ich habe ja heute ein Video gemacht über die Kish und Chester verschiedene Versionen, also auch Fidelity 2000 Fidelity 2100, also Designer. Und Zug. Jetzt weiß ich gar nicht, vor lauter Ziehen der Computer weiß ich jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Vergessen und vorbei. Springer F3 nach G5. F3 nach G5. Das ist das, was ich meinte. Man vertut sich mit dem F und G so schnell. Was auch immer der da will. Der steht doch nur da auf G5. Wenn er jetzt F4 zieht, dann könnte das durchaus einen Sinn haben, aber ich hätte einfach mit Schwarz H6 gezogen. Springer G5, H6, was willst du denn? Dann zieht er nach F3 zurück. Und fertig. Ein Husarenplan wäre natürlich hier F4 und ja, zum Beispiel F4 jetzt. Das würde den Fidelity eigentlich ähnlich sehen. F4 und G4, G4 vielleicht nicht unbedingt. Ich müsste sogar nachgucken, was der für eine Hardware hat, der Mirage. Ich habe doch hier, hatte gerade ein Smartphone hier liegen. Turm B2. So, Anos gehen. Wieder mal die Spitzennummer eintippen hier. So, steht das da, welche Hardware hat? Ich kann dann machen Mephisto Mirage. Ohne Anleitung. Lucky. Wiki. Turm A1 nach B1. Turm A1 nach B1. Was hat er denn hier? Hegener und Glaser, 1545, Nietzsche und Henne. Also Thomas Nietzsche und Elmar Henne. Prozessor 1806, 8-Bit, 8 MHz, 2 KB. RAM und 16 KB ROM. Bibliothek 300 Varianten, circa. So, hier wird die weggetauscht. Springer D2 schlägt Turm auf B1. Ich habe das Gequatsche mal lieber weggemacht vor dem Kishon hier. Das ist ja, man hätte ja nicht nur die Zugansagen, sondern auch ständig dieses Gequatsche von ihm selbst. Man käme ja selber gar nicht mal zu Wort, wo man noch so wenig redet. 8 plus Schachprobleme und Mattsuche, was sind die Level hier? Ja, 1984, 348 Mark, in Klammern mobil. 498 Mark abgespeckte Modularvariante, das ist der Mirage mit Drucksensoren ohne LEDs. Springer G5 nach F3. Einen Mirage haben sie auch abgebildet. Springer G5 nach F3. Einmal hin und wieder zurück. Turm C4. Ich fand Springer G5 eher sinnlos. Das hätte dann einen Sinn, wenn man H6 provozieren wollte. Meistens habe ich Springer G5 gezogen. Vielleicht nicht bei dieser Läuferdiagonale. B1 nach D2. Mit dem Sinn Springer G5, H6, Springer H3, also logisch, wenn der Läufer woanders stand, F4. Das war so der Sinn bei mir. Natürlich in dieser Stellung nicht, wegen Läufer steht H3. Dann vielleicht mit dem Sinn König H2, Turm D1. Läufer D1 nach C2. Steht da irgendwas noch drunter? Die Stufen. Eine Partie. Mobil, Mirage. Den neuen Mephisto Mirage könnte man gut als den größeren Bruder des Mobil bezeichnen. Zwei freie Modulsteckplätze kennzeichnen die Kompatibilität zur Modularreihe und gewährleisten praktisch unbegrenzte Ausbaufähigkeit. Programm, Rechner und sogar das Spielbrett lassen sich auf einfache Weise austauschen. Auf der übersichtlichen Sensorspielfläche
die in anspruchsvollem Design gehalten ist, können die Züge problemlos durch leichten Druck eingegeben werden, also Drucksensoren. Batterien oder Akkus ermöglichen auf Wunsch netzunabhängigen Betrieb bis zu ca. 50 Stunden. Ein spielstarkes Programm der gehobenen Klasse rundet den hervorragenden Eindruck des Mephisto, des neuen Mephisto ab. Ich wollte sagen, jetzt ist Mephisto Mirage ab. Ja, ich weiß gar nicht, das könnte ich ja mal im Anschluss der Partie machen. Mal prüfen, inwieweit in umgekehrter Weise also der MM2 in die Mirage passen würde. Weil das wäre ja dann die logische Konsequenz. Dass man, die schreiben ja Module aus. Sie sind aber nicht so schnell, ich möchte reden. I like to talking something. Mann. Und da müsste man sich angucken, ob das Ding da großartig angepriesen, zwei leere Modulplätze und so weiter, ob in die Mirage denn. Ja, dann bei dem bin ich mir gar nicht so sicher beim MM2, da müsste ja die Drucksensoren unterstützen. Dann müsste man eher testen, den MM5 in die Mirage reinpflastern, ob das denn gehen würde. B3 ist es, B3? B3? D3! Ja. Doch gehört. Ich habe doch Spitzenohren. Mr. Spock himself. Ja, eigentlich steht Schwarz ja besser durch den Freibauern auf B5. Wenn der mal ins Rollen gerät, könnte das was geben. Weil er kann ja nicht so ohne weiteres weg. A5 muss ja noch gedeckt werden. Also jener dort. Interessant, dass der Mirage ein bisschen besser steht. Ja, das war halt mit den verschiedenen Preisklassen. Mirage die untere Preisklasse, Modular die Mitte, exklusiv. Ja, wir jetzt ja hoch exklusiv. Das kam ja noch da München. So eben so gestaffelt. So nach Stufe die verschiedenen Preiskategorien, was man sich eben leisten konnte. Dann hat man sich halt möglicherweise die Mirage geholt mit der Idee, und das prüfen wir ja gleich, der modularen Kompatibilität nach oben hin. Und da prüfe ich gleich mal, das interessiert mich jetzt, ob der MM2 in den Mirage passt schon, ob er funktioniert, weil der Mirage passt ja auch hier rein. Also reinstecken kann ich es, aber wird es unterstützt? Das wäre das Interessante. Genau, der König zieht schon mal den Läufer ran, weil der ist ja im Moment ungedeckt. Der Springer von C7 kann ich ziehen. Der Springer E6 wäre natürlich Stuss, der Läufer ist gedeckt auf B6. Wenn jetzt auf A5 kein Bauer stände, aber dann wäre es auch eher nicht so möglich, weil dann der Läufer bleibt. Interessant finde ich, dass das... Interessant finde ich, dass hat das Display da drauf ist. Das ist die ja quasi Preisreduktion. Um mal wieder einen Konsolenvergleich zu machen, das gibt ja von Konsolen immer neue Versionen, die dann bei der PlayStation war das damals so, bei der PlayStation 1, die wurden dann immer günstiger produziert, da wurden quasi Schnittstellen weggenommen und all solche Sachen. Und hier wurde halt das Modul reduziert, also das Display-Modul wurde weggenommen und in kleiner Version hier reingesetzt. Dass man nur noch ein Modul zu produzieren hatte. Das gibt ja auch, habe ich mal gelesen vor kurzem, auf eBay. Das gibt ja auch ein MM5 mit eingebautem Eröffnungsmodul. Das gibt ja MM5 plus HG550 und die beiden in einem Modul. Das wäre interessant, ob das auch gehen würde, in logischer Konsequenz auch das Display-Modul, also quasi wie das hier, Display-Modul und Tastaturmodul in einem, plus Eröffnungsmodul auch noch da rein. Dass man das dann in den Mobil reinsetzen kann mit dem Eröffnungsmodul. Die haben leider nicht lang genug gelebt, die Computer, um später möglicherweise eröffnungsmäßig auch ein bisschen aufrüsten zu können.
Ich glaube, heutzutage würde man einfach eine Flashkarte reinsetzen. Ein Flashkarten, ein Schlitz oder ein Slot oder sowas. Und dann die Flashkarte reinsetzen mit mehr Öffnung. Sprenger D2 nach C4. Aber da kam ja die fast fantastische, großartige Idee von Mephisto, die Wundermaschine rauszubringen mit Richard Lenk, 486er PC im Münchenbrett für 15.000 Mark. Da kamen die Leute natürlich zum ersten Mal verarscht vor. Das war dann nicht mehr so lustig. Vor allem war man, da gab es schon die Pentium-Rechner. Das heißt, der war noch nicht mal der Beste, dieser Rechner. Man hat einen Rechner der alten Generation bekommen, welcher in Brettversion teurer war als der Pentium. Oder Pentium oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Pentium. Ja, geht ja. Geht ja was anderes? Außer Turm E2. Droht der Turm E4 schlägt. Also König F1, Turm E4 schlägt. Turm C2, D2, B2, A3, A4. Geht alles nicht. A1 auch nicht. Geht ja nur Turm E2. Ja, und das war schon der erste Sargnagel der Schachcomputer. Ich glaube, den nächsten Sargnagel, den gab es da. Abgesehen davon, dass das Punkt. Springer C4 schlägt Bauer auf D6. Okay. Der Springer auf C7 ist der Knackpunkt. Springer schlägt D6 und dann hängt er auf C7. Schade, ich habe gedacht, der hätte jetzt hier den Freiborn am Start. Danke. Schlag auf Schlag, hier geht das. Der Lippo kommt nicht für zum Rumzocken. Ja, und ich glaube, der nächste Sprung, dann haben die Leute sich für 15.000 Mark einen Richard Lenk Computer gekauft. Diese Wundermaschine wird ja teilweise genannt, mit Genius drin. Das war quasi ein Münchenbrett mit PC-Hardware eingebaut, mit Display, mit LCD-Anzeige und solchen Sachen. Könnte ruhig mal ein bisschen langsamer werden. Ich möchte wieder ein bisschen spannend rumlabern. Mann. Ja, und dann haben sich die Leute diese 486er Mephisto gekauft für 15.000 Mark. Und was war das Ende vom Lied? Richard Lenk Springer F3 hat. schlägt Bauer auf E5. Ah, ist schön. Ja, dann gab es Genius auf Diskette. Und das hat natürlich den Leuten bitter aufgestoßen. Jetzt haben sie sich für 15.000 Mark so ein 486er-Brett. Gerät gekauft. War quasi, wenn man es genau nimmt, war das ein gemodelter PC. Als wenn ein Modder jetzt machen würde, einen Laptop in ein Münchenbrett einbauen würde. Und dann kommt das Ding auf Diskette raus. Dann, ich weiß ja nicht, was die Dinger gekostet haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Pentium-PC am Anfang 10.000 Mark gekostet hat. Aber selbst dann war das auch 5.000 Mark weniger. Und das war dann, glaube ich, zu viel. Springer E5 nach C6. Für die Leute. Da hörte der Spaß dann wohl auf und mit dem Computer ging es abwärts. König E1 nach H2. Deswegen für mich ist quasi das, diese Wundermaschine, also dieser Genius-Wundergedöns-Zeugs, das ist quasi das ET-Modul der Schachcomputer. ET-Modul hat auf dem zweiten, dieser Atari-Konsole damals auch den Untergang eingeleitet, dass zu viele Spiele waren, die zu schlecht waren. Und dann ging es bergab mit den Geräten. Und nach dieser Wundermaschine soll es mit dem Schachcomputer dann auch eine Zeit lang bergab gegangen sein. So, den Rest habe ich ja mal erzählt. Dass die Mephisto die Geräte abstoßen musste zu Dumpingpreisen und die Konkurrenz.
Und der hat das auf Dauer das Genick gebrochen. Das haben viele nicht überlebt von den Konkurrenten. Obwohl ich ehrlich sagen muss, die vom Design her haben mich persönlich die Mephisto-Geräte am meisten angesprochen. Der Springer kann nicht ziehen, wegen ist Rotturm D8 matt, wenn der Springer zieht. Sonst würde noch Springer E8 gehen dazwischen. Deswegen, er muss schon nach E8, der einzige Zug. Meinetwegen Springer E4 ist Turm D8 matt. Der muss jetzt schon nach E8 dazwischen, wenn er nicht eingestellt werden soll. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt so allmählich. Turm D7 nach B7. Ich dachte jetzt erst D6. Das ist jetzt. Ach so, dann hängt der Springer. Das geht gar nicht. Das ist aber ein neues Problem. Wenn der Bauer nimmt und der Turm nimmt auf C6, dann nimmt F7. Dann kann der König nur nach G8 und dann. Ja, sind irgendwelche Abzüge drin. Ich glaube, das ist verloren für Schwarz. Ich dachte erst, er würde schon gut mithalten. B4 würde Bauer auch hängen. E5 schlägt Läufer auf C6. Ich dachte erst, ja, er könnte ja gut mithalten durch diesen Freibauern, aber sagen wir ehrlich, der hängt ja jetzt sowieso. Also im Ernstfalle würde er sowieso geschlagen werden. Hier schlägt er auch noch da weg. Ich glaube, jetzt geht es zu Ende. Ja, was will man jetzt noch machen? Turm schlägt F7. König G8. Dann kommt Turm C7 Abzugsschach oder manchmal auch Turm F6 Abzugs oder Turm, ja, eher Turm F6 Abzugsschach. Weil dann auf Turm dazwischen fällt der Turm mit dem Turm. Auf Turm C7 Turm geht. B7 schlägt Bauer auf F7. Schach, mein Freund. Und ja, mein Freund. Habe ich das Quatsch nicht abgeschaltet? Sehe ich hier runterdrücken? Hilfe, jetzt geht's los. Ja, und jetzt, wenn ich hier das Schach gebe, zieht der Turm dazwischen. Ich schlage zwar den Turm, ja, mit Schach. Ja, der König zieht beiseite. Dann schlage ich zwar den Turm, aber der Turm Springer will. F7 nach F6. Ja. Schach, mein Freund. Genau, Turm zieht dazwischen und jetzt sticht der Turm natürlich weg. Der Läufer könnte auch, ist ja mit Schach. Und jetzt ist die Partie vorbei. Der hat aber gar nicht so schlecht mitgehalten, der Mirage. Das hat mich überrascht. Das war kein so ein Gemetzel. Er greift den Springer an, das Abzugsschach droht auch noch. Turm F8, der König F8 muss wohl kommen. Ja, ich würde mal sagen, hier können wir auch abbrechen. A6 hängt auch noch. Dann ist der A-Bauer am Rennen. Der A5-Bauer rennt dann los. Und dann ist die Sache total pleite. Caputo totale. Es würde sogar gehen, Turm E6 Schach. König, egal wohin, Turm E8, König E8, A6, König D8, A7 und dann ist er aus dem Quadrat. Dann A8 Dame. So würde ich das wohl machen. Immer die einfachste Art und Weise denn zu spielen. Turm Schach. Springer wegnehmen und dann mit dem Bauern durchrennen zur Turm Dame. A6 nach E6. Das wäre die einfachste Art, das zu Schach, mein gewinnen. Man soll manchmal auch in einfachere Stellungen überleiten. Das heißt also, wenn es eine komplizierte Stellung ist mit Turm gegen Dame oder so, und dann kann man die wegtauschen. Oder meinetwegen, auch wenn es die Figur kostet, dann tauscht man das weg und nimmt die komplizierte Stellung raus. Und dann irgendwie einen einfachen Freibauern oder irgendwie anders eine einfachere Gewinnstellung. Dann kann man das auch durchaus machen. Tränen rannen durchs Display.
konnte es nicht verlassen. Also ich würde jetzt nehmen den Springer. Das macht einfacher, sagen wir es mal so, die Partie zu gewinnen. Den Springer rausnehmen, mit dem Bauern durchrennen, einfachste Plan der Welt. Deswegen, ich würde mir gar nicht mal rumplagen mit Bauer vor und Springer C7 und was weiß ich nicht alles. Einfach wegnehmen den Springer. Weg den Dreck. Natürlich nicht Läuferschach. Und dann fällt der Turm, dann schlagen B3. Turm E6 schlägt Springer auf E8. Sehr schön, das überrascht mich, dass der das macht. Sehr, sehr, sehr nice. Dass er vorübergehend quasi Material gibt und erkennt, dass der Bauer rennt. Das macht auch nicht jeder Schachcomputer. Die klammern sich dann an dem Material, anstatt die in einfachere Stellungen reingehen. Was überlegt er jetzt? Ob er jetzt den Turm nimmt oder rüber zu einem Bauern rennt? Schade finde ich, dass sie bei dem Kish und Chester das Display nicht übernommen haben. Das gibt ja auch den Designer 2100. Der hat hier in der Mitte so ein Display, ungefähr so wie das wie von dem Mirage. Oder eher von hier. Auf jeden Fall ein Display hier. Ein vierstelliges oder was das ist. Dass sie das nicht übernommen haben bei dem Kish und Chester, das finde ich ein bisschen schade. Die haben da eher den. Das ist. Für mich ist das eigentlich der Designer 2050. Hat kein. Das auch in der Wertungszahl ist auch dazwischen. Ich meine, der 2100 hat 1901 Zahl, der andere 1800, schlag mich tot. Und der hat 1875 um den Dreh rum, also dieser hier, der Kishon. Also ist er da auch in der Mitte. Nur dass er kein Display, auch eröffnungsstellungmäßig ist er dazwischen den beiden. Deswegen ist das für mich eigentlich der Designer 2050. Während dann Mephisto sich die Hacke wund überlegt, ob er jetzt den Turm schlägt oder den König beiseite zieht. Meine Güte. Das ist für mich immer sehr merkwürdig, dass sie in solchen Stellungen dann anfangen rum zu überlegen. Genau wie mit König gegen Dame König. Da fängt die schwache Seite mit dem blanken König fängt an rumzurechnen. Ich frage mich, über was sie rumrechnen. Dass man möglichst sieht, dass Martin auszögert. Ah, das eine wäre Matt in 5, das eine ist Matt in 10. Das habe ich episch lange nachgedacht. Jetzt mache ich das, die Stellung, die Matt in 10 geht. Für mich war immer wichtig, eine Schachpartie zu gewinnen. Nicht am Brett kunstvolle Kombinationen zu finden oder irgendwelche Mattsachen. Ich habe irgendwo mal in einem Buch gelesen, man soll nicht schön spielen. Dann fängt man an schön zu spielen, fängt an Material zu opfern und so eine Geschichten alles. Und plötzlich funktioniert es doch nicht so, wie man sich das gedacht hat, und dann verliert man sogar noch. Statt einfach pragmatisch zu spielen, alles wegzuholzen, mit Material mit Vorteil zu gewinnen. Natürlich nicht, wenn man zweizügig matt hat. Während der Mirage immer noch ungeahnte Rechentiefen erreicht, wahrscheinlich momentan gerade 3 Züge Rechentiefe, waren natürlich nur Halbzüge. Was überlegt er eigentlich so lange? Ich habe jetzt keinen Bock lange zu warten hier. Meine Güte. Gerade in dieser Stellung. Hallo. Meine Güte. Ein überraschender Zug. Bauer A5 nach A6. Und hier breche ich ab. Der Bauer rennt jetzt zur Dame und ich traue das dem Fidelity mal zu, das zu gewinnen. Sagen wir es mal so. So, das letzte Mal beiseite. Zack. Ich wollte ja noch was anderes ausprobieren. So, dann baue ich den erstmal auf hier. Ich wollte ja noch ausprobieren, inwieweit der Mirage denn tatsächlich kompatibel zu den Modulen ist. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das MM2-Modul im Mirage-Brett nicht funktioniert. Der funktioniert ja auch im Mobilbrett nicht, obwohl er von der Tastatur her eigentlich so aussieht, also von der Optik her, wie der MM5. So. Für die Figuren okay. Die da drauf sind. Fidelity und Novak waren da teilweise ein bisschen pragmatisch drin in der Hardware. Deswegen auch die, obwohl er, wie gesagt, hat 2100,
gleiche Preis. Und ich weiß auch nicht, ob das dann schon aus der Mephisto-Zeit war. So. Ich kann den ja auch erstmal aufbauen hier. Witzig fand ich mal, ich habe mir mal geholt für die PlayStation 4, weil es günstig zu kriegen war. Dieses Purches. Das war vielleicht ein Schrott. Mein, tut euch das bloß nicht an. Erstens spielt das Programm total Grütze, dafür, dass es auf einer PlayStation 4 läuft. Und wenn man... Da habe ich versucht, Partien darauf nachzuspielen. Das war die ganz am Anfang, wo ich versucht habe, mit einem Schachprogramm quasi auf YouTube Videos zu machen, indem ich Partien... Also Vorspiele. Der dreht jedes Mal. Das kann man auch nicht abschalten. Dann ist Weiß unten so und wenn man dann Zug gemacht hat für Weiß, meinetwegen E4, um die Partie da zu bieten, dann dreht er das Brett, dann hat man Schwarz unten. Dann macht man E5, dann dreht er wieder das Brett, dann hat man wieder Weiß unten. Totaler Schwachsinn. Das lässt sich auch nicht abschalten. Purches, mit dem haben alle Programme, die ich hier hatte, haben damit den Boden aufgewischt. Diesen sogenannten Purches. Das kannst du... Also... Das sollte wohl sein, aufs ja, wichtigste runtergebrochener Schach, deswegen pures Schach. Das kannst du so in die Mülltonne treten, das Ganze. Das konnte man auch online-mäßig spielen. Habe ich das überhaupt mal gemacht? Ich hab das mal gemacht, online die Partie. Meine Güte, schlechteste Schachprogramm, was ich je gehabt habe. So, und dann sehen wir jetzt ihn hier. Die Figuren sehen so ein bisschen aus wie die vom Fidelity, vom Designer. Von der Art her. Jetzt ziehen wir mal den MM2. Und setzen wir mal ganz hacke dreist. Meinetwegen, wir drehen die Zeit zurück in die Vergangenheit. Wir, der kleine Sohn, haben uns hier die Mirage gekauft. Und Papa hat vielleicht den MM2 gehabt, oder den Exklusiv 2, und sagt ihr Söhnchen, gib dir das MM2-Modul, ich habe mir den MM4 gekauft. Total aufgeregt. Jetzt habe ich den MM2 hier, Spitzenschach vor so hin. Jetzt will ich doch mal gucken, jetzt spiele ich mal eine Partie dagegen, mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ach stopp, das ist natürlich Essig hier. Ich habe das Display-Modul gar nicht reingemacht. Ich habe hier zwei Leermodule. WTF. Obwohl, das mal... Oh, fuck! Das interessant wäre, ob das theoretisch funktioniert. Warte mal. Hallo? Ah, kann ja gar nicht funktionieren. Er hat ja gar keine LEDs. Vergessen Sie, was ich gedacht habe. Alle rumgelacht. Er hat da gar keine LEDs drauf. Wenn LEDs drauf wären, dann könnte man vielleicht sagen, dass das funktionieren würde. Weil ich sehe an den LEDs die Züge. Level 2, Enter. Nee. Warte mal. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Er erkennt die Drucksensoren nicht. Der erkennt zwar dieses Feld. Also das ist schon mal ein Schuss in den Ofen. Aber MM2, das hatte ich ja im Vornherein schon angekündigt, ist eh so ein Sonderfall. Ich kann da schon mal den MM2 rausnehmen, die Mirage auch mal wieder rausnehmen. Ja, das war quasi hier wohl eine Reduktion der Kosten, würde ich mal eher annehmen. Da müssen sie kein Display-Modul mal mitverkaufen, damit dabei geben, sondern machen alles in einem Modul. So, er ist jetzt wieder hier drin. Mal den MM5 gucken. So. Ja gut, dann haben wir jetzt, also MM2 wäre schon mal ein Schuss in den Ofen gewesen.
Da erkannte zwar das Feld F3, das Feld G1 aber nicht. Mal den MM5 reinhauen. Also, ich sehe Play und ich sehe hier die Lampen leuchten. Aber wenn ich auf G1 drücke, was ist los? Die Blitzstufen werden schon mal nicht erkannt. Level 3, das wird erkannt. Nee, das geht gar nicht. Also bei mir tut das nicht. Ich drücke C2, drücke C4, nichts. Nee, das war also schon mal totaler Essig, was sie damals geschrieben haben. Geht nicht. Glatt gelogen. Das funktioniert nicht. Was habe ich davon, dass ich zwei Lehrmodule habe? Erstens wusste ich nicht, dass ein Eröffnungsmodul für den Mirage jemals kam. Und zweitens werden die Module nicht erkannt. Ich kann die Züge nicht ausführen. Ich kann dann mal das Umgekehrte zeigen, wenn ich die Mirage wieder zurückbaue. Auch wieder in die Mitte das Lehrmodul wieder rein. Ich glaube, die Figuren müssten tatsächlich reinpassen hier. Was hier aber fehlt bei meinen Lehrmodulen, das muss ich mal in dem auch mal nachgucken. Ja, bei dem, der hat gar nicht die Möglichkeit, der auch. Normalerweise war da eine Metallleiste drin, da konnte man magnetisch die Figuren dran machen. Ich könnte mir vorstellen, dass die theoretisch reinpassen würden. Jetzt mache ich mal wieder an das Gerät. Und da tut das. Also wenn ich die, gerade hat es ja nicht funktioniert, diese Tasten zu drücken. Das heißt also, wenn ihr einen Mirage zu Hause habt und kommt auf die Idee, ihr holt jetzt ein MM5-Modul, meinetwegen, ja, ihr seht auf eBay, Mephisto Mirage, 35 Euro, ein Beispiel. Dann sage ich, jetzt kaufe ich mir die Mirage. Kostet nur 35 Euro, ist ja günstig. Kann ja später ein anderes Modul für holen. Dann holt ihr später den MM2, das MM2-Modul funktioniert nicht. Dann holt ihr später oder das MM5-Modul funktioniert nicht. Das Problem ist nämlich, ich kann ruhig hier rumdrücken, F3 hat er komischerweise erkannt, aber ich kann ruhig hier rumdrücken, hier ging es ja ganz einfach, F2, F3 ohne Probleme und vorher, egal was ich gedrückt habe, er hat es nicht erkannt. So viel also zu, was natürlich geht, ist Mirage, das ergibt natürlich keinen Sinn. Mirage auf Modular, das geht. Modular auf Mirage geht nicht. So hat man das auch geklärt. So, ich bedanke mich dann und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, hat man was gelernt aus dem Video. Wenn ihr Mirage-Schachcomputer euch kaufen wollt, um dann umzurüsten, würde ich es nicht machen. Das geht nicht. Dann spart euch lieber das Geld, tut euch gleich ein Modular. Tschüss, bis zum nächsten Mal.